Verborgen in der jordanischen Wüste liegt das antike Petra. Die Überreste der einst blühenden Metropole wurden Anfang des 19. Jahrhunderts in einer schwer zugänglichen Schlucht entdeckt. Vor mehr als 2000 Jahren hatten sich die Nabatäer inmitten der lebensfeindlichen Wüste eine Heimat erschaffen. Petra war die Hauptstadt ihres Reiches. Heute suchen Wissenschaftler in den antiken Ruinen nach Vorbildern für moderne Wüstenarchitektur. Nach Wissen und Anleitung, wie man in Hitze und Trockenheit am besten baut. Denn immer mehr Menschen sind gezwungen, in Wüsten zu leben. Die Negev-Wüste ist karges Land, das mehr als die Hälfte des israelischen Staatsgebietes umfasst. Dem Gründungsvater Israels, David Ben-Gurion, verhieß der Negev 1948 unerschöpflichen neuen Lebensraum für Siedler. Hier sollte die Zukunft des jungen Landes entstehen. Doch der Niederschlag ist knapp und die Temperaturen schwanken zwischen 6 Grad Celsius im Winter und 40 Grad im Sommer. Nur wenige Pflanzen und Tiere bestehen in diesem Klima. Und nur 8% der Bevölkerung Israels leben hier. Doch allein 1999 emigrierten fast 80.000 Menschen nach Israel. Immer mehr müssen deshalb in die Wüste ausweichen. Viele neue Siedler ließen sich in Wüstenstädten wie Dimona nieder. Das gelobte Land aber, auf das sie gehofft hatten, fanden sie hier nicht. Der Architekt David Perlmutter hat dafür eine einfache Erklärung. Seit 1990 sind beinahe 1 Million Immigranten ins Land gekommen, die natürlich alle untergebracht werden mussten. Das hat dazu geführt, dass überhastet viele Häuser so billig wie möglich gebaut wurden. Diese dünnwändigen Betongebäude